Hallöchen, liebe Leute, und herzlich willkommen zu Let's Play Formel 1 2014 hier mit Jakob und mir, Norwin und ihm und dessen und wessen und Essen. Essen. What the fuck? Keine Ahnung. Und wir spielen heute den großen Preis von China. Genau, und warum jetzt schon China und nicht Bahrain? Bahrain. Das hatte folgenden Grund. Wir waren beide aus der Session disconnected und haben natürlich nach der Session aufgeben gedrückt. Nicht Session verlassen. Ja. Und darum, wir werden das Rennen einfach am Ende der Saison nochmal dranhängen. Ja. Und ich bleibe wirklich in der Mitte. Ich auch. Gut. Es ist jetzt so, dass wir richtig gut dran waren. Eben auch. Ja. Es war noch zu früh im Rennen, um zu sagen, das machen wir jetzt einfach zu Ende, scheißegal. Weil, ja. Und jetzt geht's los hier in China. China hat's schon in sich. Rosberg vor mir, natürlich. Vor mir auch. Aber ich hol diese Schwuchtel auf. Ich auch. Oh, du bist schon vor ihm. Die Kurve habe ich richtig gut bekommen. Ja, ich einigermaßen. Ja, Rosberg ist doch hinter mir. Noch nicht du, komm jetzt. Doppelführung nochmals. Ich hoffe es. Oh oh. War gut. Ja. Wir haben ein bisschen geübt. Ja, ein bisschen. Aber nicht diese Strecke. Nein. Nur die erste. Die habe ich wirklich nicht geübt. Ich habe nur die erste geübt. Ah, die erste? Ja. Ich habe Bahrain eigentlich geübt, bis mein Controller ausgestiegen ist, weil er kein Akku mehr hatte. Und lol, Rosberg ist wieder vor mir. Ich bin vor dir. Rosberg ist vor mir. Ah, jetzt oh Scheiße, was für eine Kurve. Und Abu Dhabi habe ich noch geübt. Ah, wow. Oh, Rosberg. Diese kleine Fotze. Es kommt sicher eine DRS-Zone. Ich hoffe es. Ja, da vorne. Aber ihr werdet das 100 Pro auch haben, natürlich. Oha, 320, noch mehr. Hamilton? Ach du Scheiße, viel zu spät gebremst. Das Geilste ist, in der Kurve bremst du immer zu spät. Ja. Oh Scheiße, richtig viel Zeit verloren. Und das war die letzte Kurve und ein bisschen rausgekommen. Scheißegal, DRS nochmals aktivieren. Und Hamilton ist hinter mir und Pole Position! Oh. Du bist Achter. Scheiße. Ja, nicht schlecht eigentlich. So im Vergleich zu den letzten zwei Rennen. Naja. Okay, klar, zum letzten Rennen nicht vergleichbar, aber wir hatten die Strecke nicht gekannt jetzt, ne? Mhm. Und ich muss jetzt sagen, jetzt kommt es mir wieder schwerer vor. Als vorher, verstehst du? Schon ein wenig, ja. Und wie vorher war das so einfach. Ich weiß nicht warum. Er ist traurig, meiner. Meiner freut sich natürlich über die Position. Was ich nicht verstehe. Im letzten Rennen bin ich ja Fünfter geworden. Ja. Und hat sich nicht gefreut. What the fuck? Ja. Ah, ich weiß gar nicht eigentlich bei dir, was wir dort anrechnen sollen beim letzten Rennen. Ja, weil ich Collection verloren habe. Ja, eben. Vielleicht machen wir das Rennen natürlich auch noch Ende der Saison und wir rechnen dich einfach auf. Du warst ja Sechster, ne? Oder? Ja, ich war Sechster, stimmt. Wir rechnen dich auf Platz 6 oder 7 an. Ich war 6. Ja, 6 oder 7. Das war die letzte Runde. Nein, war die zweitletzte. Oder zweitletzte Runde, die ja. Die zweitletzte. Ich mach wieder hart weich. Ja, ich auch. Ich starte jetzt neuerdings mit der harten und ich gehe wieder in Runde 9 rein. Ja, 8. Okay, gut. So, auf die Strecke. Auf die Strecke. Und mal schauen, wie das jetzt rauskommt. Und ich habe meine Facecam ein bisschen verschoben. Ja, das war einfach besser, weil habe ich mehr. Hinten mehr die Wand und nicht so alles das Zeugs, das hier auf den Tischen steht. Also so auf den Abladen steht bei mir. Ja. Mikro ein bisschen runter. Achter, doch, das könnte was werden, aber. Alter, ich hoffe es. Warum habe ich so eine scheiß Position? Keine Ahnung. Von der Kamera. Los! Ich habe eine richtig scheiß Position! Von der Kamera!
Wie ändere ich das? Wie ändere ich das? Ich weiß es nicht. Mit ja. L1, R1 oder so etwas. Ah, ah, danke. R1 ist es. Ja. Oh, ich war wirklich im Cockpit. Schau mal, wo ich bin. Wo bist du? Hinter mir? Ah, hier steht. Ja. Nice! Und ich habe den Start richtig verkackt gehabt, weil ich eben. Richtig gut gemacht. Ich bin einfach wirklich so gut in die Kurve gekommen. Okay, nice. Und ich eben habe ihn verkackt wegen der scheiß Kameramann. So. Richtig scheiße. Aber egal, geht ja. Ich bin noch Erster. Oh. Ich mehr lange. Alter, geh weg von da vorne. Ich muss jetzt bremsen wegen dir. Ja, sorry. Muss das sein. Hamilton ist auf Platz 3. Alter, diese Senke, ne? Ja. Irgendwie haben wir hier gar keine Zuschauer. Es ist doch nur ein Qualifying. Nein. Ah, nein, stimmt, das ist das Rennen. Hä? Ups. Ich hab keine Ahnung. Aber ich glaube da vorne. Ah ja, die. Hier kommen sie wieder. DRS! Oh nein. Noch nicht! Erst in der dritten Runde oder so. Zweiter. Oder zweiten. Oder dritte, oder ich glaube dritte zwar, stimmt. Und ich glaube, nächste Saison wird Formel 1 2015 dann kommen. Ja, kaufen wir uns das? Boah, auf jeden Fall. Und dann werden wir wahrscheinlich 50% Rennen machen und vielleicht einen Schwierigkeitsgrad ein bisschen höher. Ja. Also du bist nicht mal eine Sekunde hinter mir, ne? Ich jage dich. Alter, ich komme zu nahe. Gib mir nicht immer... Oh, scheiße. Gib nicht immer Vollgas. Alter, geh weg. Ach so, du Scheiße. Einfach nicht abschießen. Ne? Alter. Was? Du bist in mich reingegangen. Ja, Alter, nicht mal ein Hundertstel! Okay, ich sollte nicht zu nah an dich heranfahren. So. Dann schießen wir uns wirklich noch gegenseitig ab. Ja, weil ich habe wirklich. Ich war jetzt gerade in die Seite von dir. Dann hättest du eine Strafe bekommen, ne? Ja, wahrscheinlich. Also ich weiß nicht, gegen Teamkollegen. Ja, doch. Es gibt auch eine Strafe. Also ich habe Benzin plus eine Runde. Was habe ich gar nicht geschaut? Ich habe auch. Ich glaube, ich werde auf Fettgemisch schalten. Ich habe schon. Ich noch nicht. Fettgemisch. Bis ich optimal bin. Okay. Jetzt bist du wenigstens ein bisschen weiter vorne. Ja. Ich musste dich eben wieder nach vorne lassen. Ja. Bong! Ich hab den Pfeiler mitgenommen. Ich hab's gesehen. Geil, jetzt kommt DRS. Oh, aber du bist über eine Sekunde hinter mir. Ja, ich musste ja stoppen. Ja. Ich hab die schnellste Runde gemacht. Ja. Diese Kurve, ey. Alter, diese Kurve ist so hart. Ja. Irgendwie, du kannst am Anfang fast mit Vollgas, aber du musst ein bisschen runter vom Gas. Mhm. Weil du sonst, und nachher kommst du voll weit raus, aber. Genau. Das ist so schlimm. Wow. Jetzt bin ich voll gedriftet. Ja, ich hab's gesehen. Position nach Stopp wäre bei mir 16 bis 17. Wo siehst du das? Wenn du auch unten so. Auf der Statistik da. 18 bis 20. Mein Gott. Darum starte ich auch auf den harten Reifen, da die meisten schon nach Runde 7 rein müssen mit den Weichen. Genau, da können wir uns einen großen Abstand machen. Ja. Und mit den Weichen kannst du maximal, keine Ahnung, 9 eigentlich fahren. Mit den harten mehr. Aber du musst einmal weich, einmal hart halt. Außer genau. Es ist Regen. Ja, stimmt. Das hat man ja gesehen. Das ist einfach eine Null-Stopp-Strategie. Als würdest du DRS bekommen. Nein. Eben.
Ups, zu früh gebremst. Ja, ich habe auch recht früh gebremst. Hamilton kommt, glaube ich. Das weiß ich nicht. Ja, die Scheiße, Runde, ich bin raus. Oh, ja. Ah. Und nächste zwei Runden an die Box. Wer? Ich. Hä? Nee, doch noch nicht so früh. Hat er mir gerade gesagt. Er hat jetzt was gesagt, mit auch zwei Runden an die Box. In den nächsten zwei Runden an die Box, ja. Ja, aber ich habe meinen Stopp erst auf Runde 9. Ich auf 8 und ich habe noch 1 plus. Hä? Ich habe aber die ganze Zeit fett. Ja, ich auch. What the fuck? Ich war lila Zeit. Ah, scheiße. Ah! Was? Ich bin vom Gas abgerutscht. Aha. Darum finde ich meinen Controller noch richtig geil. Ja, ich benutze den PS4-Controller. Der hat so eine Einbuchtung. Das ist richtig gut. Da kannst du gar nicht abrutschen beim Trigger. Trigger? Ja, nein, das war Trigger. Nicht, das ist nicht der Trigger. Okay, jetzt bist du richtig weit vorne, weil ich abgerutscht bin irgendwie. Ich fahre auch lila Zeiten. Wirklich? Ja. Aha. Okay, Hamilton holt mich auf. Oh nee. Wird er DRS aktivieren können? Hä? Wird er DRS aktivieren können? Ne, es sind noch 2 Sekunden. Ja, nicht. Alter, du bist so weit vorne. So, jetzt muss ich wieder Standardgewicht wählen. Bei Haarnasenkurven rutsche ich eigentlich nur drüber. Lass mich einfach nur drüber rollen eigentlich. Ja. Komm schon, das wird eine Bestzeit. Ja! Ich versau's gerade richtig hart. Ja, nur noch Plus mache ich. Oh. Du und deine blöden schnellsten Runden. Schon im Bach rein, ne? Ja. Okay. Alter, du bist so weit vorne. Oh oh. Jetzt bin ich von der Strecke abgekommen. Auf was für ein Gemisch fährst du jetzt inzwischen? Standard. Ah, eben auch, ne? Ich hab Benzin optimal. Ja, ich auch. Was voll krass ist, wenn du wirklich nicht auf der idealen Linie fährst, hast du voll den Gummi abrieb. Ja. Was hörst du auch? Was? Ja, wie du dann richtig rutscht und wie du dann durchdrehst. Man sieht es auch. Ja. Also ich meine, jetzt ist es mir noch nicht passiert, aber ich meine, als ich noch ein bisschen geübt habe, da hatte ich das auch. Mhm. Ich war Abu Dhabi, habe ich gefahren. Die Strecke gefällt mir wirklich sehr. Abu Dhabi ist für mich eine geile Strecke. Das stimmt. Ich finde es hier eine Kurve, die ist so wie im Bahrain, die eine Kurve. Diese Rechts-Links-Kombination so lang gezogen und eigentlich fast Vollgas durch kannst, oder? Ja. Der hat es in Abu Dhabi auch. Aber in Abu Dhabi ist sie nicht so krass, finde ich. Und ich finde die zwei Schikanen geil. Ja. Und noch also eine schnelle Kombination, wo du einfach so eine Rechts-Kombination hast und einfach voll durchrasen kannst, eigentlich fast. Mhm. Das finde ich geil. Was kommt eigentlich als nächstes Rennen? Was? Als nächstes, ich glaube Singapur. Australien vielleicht? Australien hatten wir als erstes. Oh, stimmt. Australien, dann. Was kommt als nächstes? Ich habe keine Ahnung mehr. Malaysia? Ja. Bahrain, jetzt China, ich glaube Singapur. Kann sein, ja. Aber auf das ich mich natürlich am meisten freue, ist immer noch Monaco. Alter, das Rennen ist so krass im Moment. Ich glaube, Shanghai ist noch geil. Shanghai könnte auch als nächstes kommen. Shanghai ist ein Nachtrennen. Ja, aber genau. Auch so ein bisschen in der Stadt, glaube ich. Ja, es sind Shanghai ist, glaube ich, das, wo die Straßen so richtig eng sind. Oh mein Gott. Und dort gibt es wirklich, auch im echten Formel 1 gibt es dort ziemlich viele Unfälle. Ja, schon klar. Aber am Monaco freue ich mich auch sehr. Ja, Monaco wird geil. Das ist so ein Stadtkurs. Da kannst du nur an 2 Stellen überholen. Oha, ich hab genau 0.000. Oh mein Gott.
Monaco ist so, da kannst du auf einer Geraden, glaube ich, überholen. Mehr nicht. Groß. Also im Tunnel und vielleicht auf der Start- und Zielgerade. Also sein. Gerade ist gut, ne? Start und Ziel ist dort eine Kurve, eine langgezogene. Ja. Mal schauen, wie ich mich anstelle noch. Du gehst also immer weiter nach vorne. Ich yes! Wieder Rundenbestzeit. Ich sehe dich gar nicht mehr. Was? Du bist so weit vorne. Krass. Position nach Stopp zeigt's bei mir 1 an. 8 Sekunden! Was? Bist du vor mir? Oh mein Gott. Es zeigt auch an, Position nach Stopp 1. Aber du bist schon der, der jetzt in der ersten Kurve ist, oder? Ja. Du hast dich ja von Hamilton auch wieder recht abgesetzt. Ja, ich weiß. Allein, warte, das ist Ricciardo, ne? Jetzt ist Ricciardo. Der ist richtig gut. Der ist wirklich... Im Real? Naja. Ja, Real weiß ich nicht. Nicht unbedingt. Nein, ich höre nichts von ihm. Also man hört nichts in den Medien von ihm. Er ist bei Toro Rosso. Ja. Auch der einzige Schweizer mal bei Toro Rosso, also seit lang wieder gewesen, ja. Mhm. Sebastian Buemi. Aber ja. Der fährt ja jetzt so Langzeitrennen. Also Langstreckenrennen mit Toyota. Hat er auch bei 24 Stunden von Le Mans mitgemacht. Mhm. Und ja. Aber eben mit Toyota. Und ihm fehlt, glaube ich, noch einen Sieg mit seinen Kollegen für den Gesamtsieg. Okay. Glaube ich. Und sie sind sogar vor den beiden Audis. Vor Marco Fessler oder so. Ja. Der ist, glaube ich, auch ein Schweizer. Nein, ich keine Ahnung. Ich glaube nicht. Also ich weiß nur, 24 Stunden von Le Mans dieses Jahr hat, glaube ich, wieder Audi gewonnen. Kann sein. Aber das wüsste ich jetzt nicht. Toyota ist schon krass mit ihrem Toyota Hybrid. Ja. Und halt Audi mit dem Audi R18, glaube ich. Mhm. Oder sowas. Ja, mit dem V8-Motor halt. Nein! Was? Von der Strecke abgekommen? Ja, die scheiß Kurve. Scheiße. Position nach Stopp 9. Scheiße, ich war 4. Oh, das ist böse. Aber ich sage, jetzt gehen viele an die Box. Ja, wahrscheinlich. Jetzt musst du nochmal Zeit rausholen. Was? Jetzt musst du nochmal Zeit rausholen. Alter, du machst immer mehr Plus. Ja, krass, Mann. 10 Sekunden. Schau dir jetzt an. Alle an die Box. Welche Position nach Stopp bist du jetzt? 7. Was? Ricciardo hat jetzt die härtere Gummimischung. 6. Ich habe 13 Sekunden Abstand zu ihm. Ich habe jetzt 3. Jetzt steht 2 bis 5. Jetzt steht bei mir 3. Wieso? Keine Ahnung. Vorher stand noch die ganze Zeit 1. Jetzt steht 2 bei mir. Hä, bei mir 3, what the fuck? Fehler? Ja, wahrscheinlich. Müsste bei mir 1 stehen. Ja. Ricciardo hat die Hartreifen jetzt aufgezogen. Mhm. Ey, Alter, ich überrunde jetzt dann schon bald die ersten. Wirklich? Ja. Nee. Doch. Also bald nicht unbedingt, aber... Nee, das geht noch eine Weile. Geht zwar im Fall, geht. Du musst die ganze Strecke noch fahren. Das hatte ich aber in Abu Dhabi auch beim Üben. Okay. Der vor mir ist, ja, okay. Okay, geht schon noch ein bisschen. Aber trotzdem. Das Boxenstopp-Ding leuchtet bei mir. Ja, du musst jetzt an die Box. Muss ich? Ja, du musst nicht, wenn du willst, natürlich. Ne? Gehst du die nächste Runde? Wahrscheinlich, ja. Oh, ah, schon wieder diese blöde Strecke. Ah. Das war jetzt zu weit. Schau mal, Reifen habe ich weichere Mischung. Okay, ich gehe in die Box. Okay. Position 4, scheiße. Du hast 29 Sekunden zu Hamilton. Wow. Gut, ich bin in der Box. Ich hoffe, ich bleib Position 4. Welche bist du jetzt? 2. Immer noch, ne? Ja, aber Position unten steht 4. Ja, das kann doch gut stehen die ganze Zeit. Aber oh ich weiß mein nicht. Gott, Alter, mein Herz rast gerade. Das kenne ich. Komm schon, schnell. 3 Sekunden, 3, 7, okay. Das ist eine gute Boxenzeit. Geil, ich bin immer noch Erster. Zweiter, also. Zweiter, sorry. Ich habe natürlich jetzt meinen Abstand ausgebaut. Also das 24 Sekunden zu Hamilton. Ja, stimmt. Ich habe so das Gefühl, Hamilton ist vielleicht auch an die Box. Ja, kann sein. Eigentlich habe ich das Gefühl, wir müssen den Schwierigkeitsgrad hier erhöhen.
Ja, wahrscheinlich schon. Oh, Hamilton holt mich auf. Ah, okay, dann doch nicht. Also es war einfach die letzte Zeit. Ja, du hast Glück, dass jetzt noch, dass du jetzt so weit vorne bist. Ja. Alter, 35 Sekunden. Aber die ersten könnte ich jetzt wirklich fast schon überrunden. Alter, 6 Sekunden habe ich Abstand zu Hamilton. Ja, aber immerhin. Dann bekommt er kein DS. Ich baue den jetzt wieder aus. Das ist gut. Oh Scheiße, nein! Oh gut. So. Okay. Soweit so gut. Ab an die Box mit mir. Ich hätte die erste jetzt wirklich fast überrundet. Wirklich? Ja. Alter, du solltest mal zurückkommen. Oh, die Boxeneinfahrt habe ich richtig verkackt. Ich bin ins Kiesbett. Alter, du bist so weit weg. Alter, Benzin minus eine Runde. Du musst auf Marker stellen. Wirklich? Ja. Oh, oh mein Gott. Man macht das nicht in der Kurve. Nein. Definitiv. 3,707 Sekunden. Okay, Benzin, mager. Ja, ich bin immer noch Erster. Obwohl ich so richtig verkackt habe. Oh, ich sehe dich. Ah, bist du erst da vorne? Ja, ich war jetzt in der Box. Ach so. So, jetzt, stimmt. Jetzt schaue ich eigentlich nur noch auf meine Reifentemperatur. Meine sind sehr grün. Ja, meine auch noch. Also, die rechten sind ein bisschen nicht ganz so grün. Oha. Die beste Zeit, 19 Sekunden minus, violett. Hä? Ja, wegen nach dem Boxenstopp. Dieser Sektor war ich der schnellste. Du meinst eher, aha, ja. Ah, ich hatte minus, plus 18 Sekunden natürlich. Plus 18. Ja, klar. Schade, ich hätte die ersten wirklich fast überrundet. Ja. Minus also, 19 Sekunden. Also, ich kann dir etwas sagen. In Abu Dhabi habe ich trotz Boxenstopp, habe ich es geschafft, bis zu Platz 15 zu überrunden. Oha. Okay, ich habe den Unterschied auf 10 Sekunden erhöht. 4 Sekunden plus. Okay, ich glaube, wir müssen die Schwierigkeit hochstellen. Ja, wahrscheinlich. Aber fürs Qualify ist es gar nicht so schwer. Also, ist es nicht so leicht. Ja. Bremsen! Gut. Schön in die Kurve. Perfekt. Ich komme bei der letzten Kurve ein bisschen ab der Strecke. So. Jetzt mal schauen, wie ich... Nein! Nein! Ach du Scheiße. Mal schauen, wie ich mit dem weichen Reifen jetzt fahre. Ich sollte eigentlich mehr Grip haben. Nein! Nein, 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 nein! Alter, wie fahre ich gerade? Das weiß ich nicht, das sehe ich nicht. Ich bin jetzt so hart in die Wiese, zum Glück habe ich mich nicht umdreht, also mich gedreht. Ja. Okay, nochmal eine Sekunde erhöht. Deine eigene oder die Bestzeit? Halt zu Hamilton. Aha, so. Nein, jetzt habe ich eine Sekunde plus gemacht, weil ich in den Rasen gefahren bin. Wir spulen einfach noch unsere Runden ab, ne? Ja. Ich sehe die erst schon wieder rechts von mir vorbeifahren. Das aber, aber überrunden werde ich sie nicht mehr. Das war abkürzen. So, meine Reifen sind jetzt grün. Jetzt schaue ich nur noch. Wenn ich jetzt an die Box gehen würde, wäre ich Sechster. Wirklich? Zeigt es mir an. Mann, ich wäre Achter. Das ist für mich ein bisschen unlogisch. Ja, ist ein wenig komisch. Gut. Ich bei der Haarnadel inzwischen immer fast über die Wiese fahre. Alter, wir müssen wirklich den Schwierigkeitsgrad drauf tun. Ja. Amateur. Ja. Wir wussten es halt nicht. Ich hoffe, den kann man noch verändern. Ich auch. Und sonst, ich hole dich noch auf.
Nein. Fährst du eigentlich noch auf Marker? Ich glaube schon, ja. Du auch? Nein. Bist du wieder fett? Ich fahre auf Standard. Ach so. Sollte ich auch auf Standard? Ja, wenn optimal steht, würde ich. Ja, steht optimal. Und dann würde ich. Benzin, Standard. In der Kurve. Ich bin Sektor Bestzeit gefahren. Schon wieder? Wird ja langweilig. Ja, schon so. Tut mir leid, Zuschauer. Dass ich zu gut bin. Aber du warst besser am Anfang als ich eigentlich. Ja, ich weiß. Obwohl, du hattest mit der Zeit immer, wenn du ein bisschen einen Crash hattest, warst du voll aus dem Konzept. Ja, das stimmt. Und ich komme mit Stresssituationen gut um. Ja, ich auch, aber keine Ahnung. Aber am Anfang musste ich wirklich ziemlich viel für dich stoppen, weil ich immer zu nah an dich gekommen bin. Also ich meine jetzt nicht mal dieses Rennen eigentlich. Ich meine auch Australien zum Beispiel. Ach so. Da warst du vor mir eigentlich, ja. Bis ja. du dann den Crash hattest, mit dem ja, Frontflügel stimmt. und dann die Box musstest. Die Box halt, das kostet dich so Zeit. Ja. Gut, noch zwei Runden. Ah, stimmt. Bestzeit. Ein Wunder. Meine Fresse. Was ist deine Bestzeit? 1,45. Okay. Ist ja nur eine Sekunde. Ja. Vielleicht mache ich noch eine Bestzeit. Vielleicht. Vielleicht mache ich noch mal eine. Oh, so nicht. Oh, scheiße. So nicht. Was ist passiert? Ja, ich bin ein bisschen rausgekommen bei der Kurve. Alter, du holst ihn jetzt gleich auf. Was? Du holst den Typen vor dir gleich ja, auf. Ja, ich weiß. Schaffst du das noch? Ich hoffe es eigentlich. Ich komme sicher vielleicht nochmals in die DRS-Zone. Das ja, wäre geil. Es ist so, wenn ich eine Sekunde hinter ihm bin, ja. dann bekomme ich DRS. Ich weiß. Marussia ist, glaube ich, vor mir. Also vom das Team Marussia, meine ich. Mhm. Wer vor mir ist, keine Ahnung. Ich glaube Chilton. Ich bin mir nicht sicher. Der hat sich jetzt verbremst, ey. Ha, was für eine Lusche. Ah, kein DRS. Noch nicht. Das ist so nahe. Jetzt kommt die Haarnadelkurve. Hallo Chilton! Lass mich bitte vorbei! Ja, die, sie müssen eh. Ich weiß! Und der erste überrundet! Ich schaff's okay. nicht mehr, ich bin wir zu weit weg. Ja? Yeah? Ja, okay. Wir müssen den Schwierigkeitsgrad erhöhen. Hallöchen Ericsson, überholt! Oh, Benzin minus eine Runde. Marker. Nicht, dass ich noch stehen bleibe. Alter, das war bei mir im Qualifying passiert. Also ist mir beim Qualifying passiert. Oh, ich habe so lange bin ich auf Fett gefahren, oder? Aha, ah, du hast den Qualifying nicht kein Blitz-Qualifying gemacht. Genau. Aha, okay. Deshalb musst du sehen, wie so dreimal Qualifying machen. Mein Gott. Ja, und jedes Mal bin ich nicht tanken gegangen, oder? Aha. Und deshalb war ich da, ich war schon der Schnellste. Ich habe so oder so schon gewonnen gehabt. Aha. Und dann sah man, wie mein Auto dann stehen geblieben ist. Das war richtig lustig, okay. weil es fängt an zu stecken, es fährt nicht mehr richtig. Ah, ja, ja, so, es beginnt zu stocken. Genau. Oh, noch ein bisschen in die Wiese geknutscht. Jetzt weißt du gar nicht mehr, welcher ich bin, ne? Doch, doch. Ich hatte noch 6 Uhr Bestzeit gefahren am Anfang. Oh, ist ja klar. Welcher bin ich denn? Der dritte von mir vorne. Scheiße, nein. Oh, keine Ahnung. Und okay. Hallöchen Bianchi. Ich habe den 19. gerade überrundet. Okay, es ist definitiv zu einfach. Ja, weil ich mache einen riesen Abstand auch zu Hamilton. Ja, eben. Und Hamilton ist sau gut. Er ist wirklich gut, ja. Eben, ich bin schon bei 15 Sekunden. Ja, eben. Ich will nicht wissen, wie viel ich vor dir bin. Oh, ich glaube 12. Okay.
Ja, und noch ein bisschen rausgefahren, scheißegal. Das wird der erste Saisonsieg. Gewonnen. Schalalala. Schalalala. Schweizer Partei. Schweizer Demokratische Partei. Wie war das? Und zweiter. 15 Sekunden. Alter, du hast 29 zu Hamilton. Oh nein, ich hab 29. Du. Ah, das war gut. Alter, das war geil. Aber der entschlägt jetzt gerade ein bisschen. Oh, ich hab 29 zu ihm. Schau mal, ich hab... Nein, ich hab 15 zu ihm. Schau mal, ich hab überholt. Siehst du bis wo? Du kannst, ja, wenn du runtergehst, die alle, die plus eine Runde sind, die habe ich alle überrundet. Geil. Alter, wir sind erst und zweiter. Ey, Doppel... Führung nicht, wie heißt das? Podium, Doppelpodium, genau. Pole Position? Ja, ich hatte die... Ich habe meinen ersten Platz verteidigt. Yes. Ja, aber jetzt müssen wir eindeutig... Und da steigen wir aus. Warum habe ich Massa? Richtig geil. Yes, und jetzt... wen siehst du eigentlich? Mich? Okay, dann. Mich. Aber manchmal umarmen sie sich noch, die Teamkollegen. Ja, egal. Multiplayer-Spielstatistik. Ich würde sagen, das wäre es gewesen von der heutigen Folge. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin, haut rein. Tschüss.